Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Prince of Persia Part 19. Und wir sind immer noch hier auf dem Weg zum fruchtbaren Gebiet des Jägers. Und ja, der hat uns so ein paar Hindernisse in den Weg gelegt. Wir sind in den Wänden. Und die sind in den Wänden, die Hindernisse. Sind im Prinzip wie in anderen Prince of Persia so Klingen, nur dass es hier halt Schleim ist. Also ich ganz ungefährlich. Schleim. Ah, das könnte eng. Oh, das war eng. Das war eng. Aber die Dinger sind an sich nicht wirklich eine Bedrohung. Später werden sie das noch, weil dann muss man verschiedene Akrobatik-Dinger und sowas timen. Aber jetzt ist das alles noch kein Ding. Glaube ich jedenfalls. Auf so Kraftplatte und dann ist gut. Ah, wir schießen uns schon wieder quer durch die Galaxis hier. Ja, wieder am anderen Ende des Steins angekommen. Und nun? Dort lang zurück. Habt ihr schon mal von Treppen gehört? Das frage ich mich auch manchmal. Eieiei. Da kann sich der Jäger ja überhaupt nicht regenerieren. Da hat er gar keine Zeit, ein Medipack einzuwerfen oder so, ne? Gar keine. Machen die aber auch nicht, die Gegner hier, ne? Warum sollten die ein Medikit einwerfen, wenn man auch einfach nur so auf warten kann? Egal. So, Schleim abwarten, überspurten, Schleim. Schleim, Schleim, verdammt. Aber ich wollte ja nur mal zeigen, was passiert, wenn man in diesen Schleim reingerät. Dann wird man zur letzten Plattform zurückgegangen. Vielleicht möchte ich gefressen werden. Ja. Wollte ich bloß mal schnell demonstrieren, ne? Das passiert, wenn man in den Schleim reingeht. Man wird gefressen. Von Slimer, dem Schleimer. So, aber jetzt mal mit Ernst hier, ein bisschen mit Tempo hoch. Wir haben ja keine Zeit. Das heißt, wir haben eine jede Menge Zeit. Wir haben wieder einen frischen Part, aber noch jetzt nicht. Runter? Nein! Verdammt! Den habe ich nicht gesehen. Okay, jetzt wird's doch anspruchsvoller. Was mich nervt, ist, dass die Plattform so weit weg ist. Dass man jedes Mal nochmal diese scheiß Säule hochklettern muss. Die kotzt mich an. Die Säule. Alles andere geht, aber die Säule kotzt mich an, weil die frisst einfach nur Zeit. Ach ja. Egal. Kriegen wir schon hin. Einfach hochgeklettert. An die Säule ran. Elika abwarten. Und wieder hochgeklettert. Aber jetzt mal mit Vorsicht hier. Nicht mit Tempo, sondern mit Vorsicht. Jetzt haben wir Zeit. Wir haben Zeit. Bloß kein Stress. Diesmal auf die Viecher aufpassen. Mal gucken. Wo ist denn die nächste Stange zum Halten? Egal. Okay, das war gut. Das war jetzt gut. Oder sagen wir, das war besser. So, da ist noch so ein Schleim. Auf den sollten wir aufpassen. Und Y. So, jetzt müssten wir aber langsam mal am fruchtbaren Gebiet ankommen, oder? Nein, warum auch? So, jetzt sind wir aber da. Jetzt geht's los, mein lieber Jäger. Er ist wohl nicht vor uns zu sehen. Doch. Doch, ich glaube schon. Der freut sich, uns zu sehen. So, drängen wir mal ein bisschen an den Rand. Mal gucken, wie wer uns das hilft. Auf jeden Fall ist die Kombo bei ihm sehr effizient. Hey, 20 Gamerscore. Ablenkmeister. Yeah. Das war mein Ziel. Nein, Quatsch. So, aber dem ziehen wir bloß einen Haufen Energie ab, wenn wir ihn an den Rand drängen. Ja. Ich kann nicht. Ich sehe nichts. Verdammt. Eieiei. Alter, hör auf mir auf den Sack zu gehen. Du spawnst keine Energie neu. Vergiss es, Alter. So weit kommt's noch. So, das war's. Ich hoffe, das tat weh. Er hört euch nicht. Ganz sicher? Und ihr seid abstoßend hässlich. Was? Was? Ach ja. Gut, fruchtbares Gebiet, du wirst jetzt geheilt. Ah, herrlich. Schön, schön. Ich mag es ja immer, ein Gebiet zu reinigen. Da fühlt man sich immer gut danach. Dagegen, wenn ich mein Zimmer aufräume, da fühle ich mich nicht gut danach. So anstrengend. Bringt nichts. Wollt ihr euch ausruhen? Ahriman ruht auch nicht.
Oh, guck mal, was ist das da wohl hinten für ein leuchtendes Ding? Das stimmt. Hier ist es ruhig. Ruhig, aber nicht friedlich. So sieht's aus. Wie geht's denn jetzt weiter? Lichtkeime sammeln. So sieht's aus. So, schön ein paar Lichtkeime. Ach ja, Lichtkeime. Schöne Dinger. So, gucken wir mal, welches Gebiet denn als nächstes? Ah, scheiße, gar keins. Wir haben keine Gebiete mehr frei, Jungs. Tut mir leid. Jetzt müssen wir echt Lichtkeime sammeln. Wir brauchen noch 22 Stück. Sonst kommen wir nicht weiter. So, Mist, ey. Lichtkeimarmut hier. Da, ja, was war denn das für eine Kamera? Dafür bin ich einfach nicht gemacht. Du glaubst ich? Okay, 22 Lichtkeimer. Na, das sollten wir noch hinkriegen. Das sollte doch zu machen sein. Hoffe ich mal. Ich glaube, die Stelle hier habe ich früher auch mal in einem Livestream gezockt. Glaube ich. Sieht jedenfalls, kommt mir so bekannt vor. Jetzt hätte ich das mal in einem Livestream gezockt. Müsst ihr einfach mal auf meine Livestream-Seite gehen. Livestream.com/Oliver3911. Ich weiß es nicht. Aber da ist bestimmt noch die Aufnahme. Da hinten ist noch so ein Schleimer. Meine Fresse. So. Wofür haben wir jetzt eigentlich einen Haufen Erfolge bekommen? Habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Wir haben ja noch beim Alchemisten aber auch noch Erfolge bekommen. Wir haben jetzt gerade Erfolge bekommen. Meine Güte. Aber das ist ja wurscht. So, wir holen uns hier noch die Lichtkeime. Ah, das sollte hinzukriegen sein mit den paar Lichtkeimen, die wir... Alter, kletterst du heute noch mal vernünftig in die Säule? Dankeschön. Ich finde, die Gegner, die hier so random in der Gegend rumstehen, sollten uns auch Lichtkeime geben. So wie wenn die Finalgegner, wisst ihr, die machen ja auch ein bisschen Energie. Und weg ist er. Er wird sich noch wünschen, eingesperrt zu sein. So sieht's aus. Okay. Hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir auch gar nicht weitergehen. Hier gibt's auch keine Lichtkeime mehr. Aber wir haben den Typen schon mal fertig gemacht. Das finde ich gut. Der ging mir nämlich auf den Sack. Weiß nicht warum. Aber er tat mir auf den Sack gehen. Nein. Verdammt. Das war zu hoch. Da ist der Prinz nicht mehr an die Latte gekommen. Hier die Zeichen am Rand. Die sehen so ein bisschen aus wie Assassin's Creed Zeichen, ne? Also mit viel Fantasie. Ein bisschen einfacher. Aber so dieses Viereck, das ist ja im Prinzip so ein bisschen auch dieses Assassin's Creed Symbol, ne? Nur so ein bisschen. Ob sich da vielleicht jemand inspirieren lassen hat bei Ubisoft Montreal? Man weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe da keine Kontakte. Müsste man eigentlich mal Kontakte schmieden? So mal anrufen. Hey, hier, Moggins. Wie geht's euch so? Ich will Kontakt mit euch aufnehmen. Hallo! Ach ja. So, schauen wir mal um. Auf jeden Fall brauchen wir Lichtkeime. Habe ich das schon mal gesagt? Nein? Gut, sage es nochmal. Wir brauchen Lichtkeime. Ach, sieht auch schick aus hier. So ein bisschen wüstenähnlich. Seht mal. Oh, oh Gott, was ist denn da unten? Guckt mal. Oh, ein schwarzer Wirbel des Todes. Eieiei. Hier geht's. Hier haben wir so ein grünes. Gucken wir mal, wo das uns entführt. Vielleicht zu weiteren Lichtkeimen. Tatsächlich nur zu Lichtkeimen. Aber immerhin, 5 Stück. Perfekt. Da brauchen wir bloß noch 4 und dann haben wir die Sache erledigt. Seht ihr, Leute? Läuft doch, läuft doch. Und ihr habt behauptet, man, wir kriegen die Lichtkeime nicht zusammen. Puh, so ein Mist. Labert doch keinen. Moment, wie könnt ihr das behaupten, wenn ich die Parts noch nicht mal annähernd so weit hochgeladen habe? Egal. Ich unterstelle euch das jetzt einfach mal. So, da war es nur noch ein Lichtkeim. Da hinten sehe ich einen. Der reicht mir. Den nehme ich mit. Das ist aber auch genau ausgemessen, ne? Dass das mit dem Lichtkeim gerade so reicht. Ah, da haben schon... Da haben die auch ganz genau gemessen. Was war das? Was war das? Es war ein unkomisches Geräusch, das mir Angst macht. Da oben sind auch noch ein Haufen Lichtkeime. Die nehmen wir jetzt aber auch nochmal mit. Ich nehme jetzt trotzdem noch jeden Lichtkeim mit, den ich kriegen kann. So, hier wieder das Wandgehüpfe, ne? Ja, okay. 2 Lichtkeime für den Preis von einem. Oder auch vielleicht auch nicht. Jetzt muss ich erstmal wieder zu der roten Kraftplatte kommen, die uns... in die Mitte transportiert hat. Weil die Lichtkeime, die nehme ich mit. Also, soweit kommt es noch, dass ich hier Lichtkeime liegen lasse. So. So. Und Zentrum. Und so.
weiß schon, wo das hinführt. So, Lichtkeime. Hier ist ein Lichtkeim. Du bist ein Lichtkeim, dich nehme ich mit. Wie komme ich nur an dich ran? Ich habe so eine Idee. Moment. Bereit! Jetzt geht's los! Wie weit komme ich hier so nach oben? Mal gucken. Rüber da! Na, scheiße, spring! Oh, oh, das war eng. Das war eng. Aber mal richtig fett, ey. So. Jetzt weiterklettern. Jetzt haben wir zum Glück auch keine schwarzen Trolle des Todes mehr, die auf uns warten. Von daher. Die nächste Kraft kaufen wir uns dann übrigens im nächsten Part, ja? Habe ich jetzt so bestimmt. Wie komme ich denn an dich ran? Lass mich raten, das ist wieder so ein Try-and-Response-Ding. Lass dich runterfallen und hol Sammeln ein. Verdammt. Oh, da ist jemand online gegangen. Verdammt. Ich bin nicht oft beschäftigt. So ein Mist. Merkt man immer erst, wenn die Leute online gehen, ne? Voreinstellungen, Online-Benachrichtigungen und beschäftigt. So. Jetzt geht mir keiner mehr auf den Nerv. Ach, so einfach war der Lichtkeim. Meine Fresse. Da hätte man auch drauf kommen können, ne? Da hätte man drauf kommen können. Übrigens, Gruß an denjenigen, der gerade online gegangen ist. Ich glaube, du bist einer meiner Zuschauer. Ich weiß es aber gerade nicht. Leute, und übrigens, edit mich nicht auf der Xbox. Da habt ihr nichts von. Wenn ihr mal mit mir spielen wollt, auf Xbox Live oder sowas, dann schreibt mir am besten mal eine PM oder sowas. Dann reagiere ich darauf auch, aber mich einfach an Xbox Live zu adden, bringt nichts. Ich nehme jetzt neuerdings auch keine mehr an in Xbox Live. Also, wenn ihr wirklich mal mit irgendwas mit mir spielen wollt, schreibt mir eine PM auf YouTube oder auf Facebook oder auf Twitter oder so und dann ist gut. Müsste ich eigentlich mal ein Regelvideo machen. Müsste man echt mal machen, so ein Infovideo, wie man mit mir Xbox Live und sowas spielen kann. Besteht bestimmt einiges an Interesse. Mache ich demnächst mal. Aber wenn ihr das Video hier seht, dann ist es höchstwahrscheinlich schon draußen. Dieses Infovideo. Je nachdem, wie meine Motivation war, dieses Video zu machen. Ach, mal schauen. So, hier ist noch ein Lichtkeim. Und jetzt haben wir, glaube ich, genug Lichtkeime. Das sollte jetzt für den Rest des Jahrtausends reichen. Jedenfalls ein bisschen. Aber wir haben ja noch lange nicht alle eingesammelt, die es hier zusammen gibt. Von daher nehmen wir die mit. Kommt schon. Und dann läuft das. Supi. Jetzt sind wir wieder hier am Zentrum. Sind wir eh mal im Kreis gelaufen. Haben aber dafür auch, glaube ich, auch die meisten Lichtkeime jetzt wirklich eingesammelt hier. Jedenfalls sehe ich gerade keiner mehr. Schon immer fliegen. Gucken wir mal schnell. Wie viele haben wir denn? Ja, das ist ein ganz guter Wert, den wir jetzt bekommen haben. Aber hier sind noch ein paar, die nehme ich natürlich auch mit, weil die gehören ja mit zum Gebiet. Danke. Von daher wäre es schlimm, diese liegen zu lassen. So, da sind noch zwei. Da ist noch einer. Zwei? Kannst du nicht zählen? So, da habe ich noch einen gesehen. Nehme ich auch noch mit. Okay, na dann. Jetzt geht's weiter Richtung Tempel, ne? Genau, wir müssen zum Tempel des Lichts, um dort wieder unser Lichtkeime in eine neue Kraftplatte zu investieren. Welche Kraft nehme ich denn da eigentlich mit? Pff, schon. Verdammt, das war nichts. Wie komme ich an die... Alter! Jetzt hoffe ich, von dieser scheiß Kante runterfallen zu lassen. Geht mir gar nicht auf den Sack. Ja, so geht's. Wunderbar. Einmal mal kurz Elika um Hilfe gefragt. Die hilft uns schon. Immerhin sind es ihre Lichtkeime im Grunde, ne? Wir sind bloß hier Laufbursche. Eigentlich ganz schön fies von der, nicht? Dass sie uns einfach so zu ihrem Laufburschen erklärt, ey. Hallo. Lichtkeim. Herrlich. So. Habe ich jetzt alle? Ich glaube, ich habe jetzt alle in dem Gebiet, oder? Wo ist der Cursor? Da unten ist der Cursor. Ey, 45 von 45, Alter. Dafür gibt es keinen Erfolg zum Teufel. Aber immerhin, wir haben jetzt mal ein Gebiet komplett alle Lichtkeime eingesammelt. Wunderbar. Das freut mich auch mal. Da ist aber auch noch ein Lichtkeim. Zu welchem Gebiet gehört der zum Teufel? Hm. Komisch. Nehme ich mit. So, jetzt aber mal hier Radar rausholen, ne? Ich habe keine Ahnung, was lang geht. Wo bin ich eigentlich? Ach, warum soll ich eigentlich laufen? Ich habe jetzt alle Lichtkeime. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder auf dem Weg zum zentralen Gebiet hier, ne? Zu dem hier unten. Da fehlen auch noch ein paar Lichtkeime. Egal. TP'n wir uns im nächsten Part zum Tempel, weil das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, meine Damen und Herren. Ich bin Oliver 3911 und tschüss!